Geht aber. Hier, also Kamera läuft jetzt. Hallo. Und jetzt, Jawohl. Ja. Stell dich mal kurz vor. Ja, ich bin der Adrian aus Stuttgart. Ich grüße alle, die zuschauen wollen und auch mein Interview hören können und wollen. Danke schon mal weg. Ich war 10 Jahre lang bei der Bundeswehr. Ich war in einer Kampfeinheit, um genau zu sein in einer Spezialeinheit. Ich gehöre wohl zur Speerspitze der Bundeswehr. Meine Einheit soll jetzt auch die schnelle Zugriffsgruppe ausbilden von der EU. Das ist so eine Nachnummer, es wird nicht funktionieren, es wird personell nicht funktionieren, es wird auch finanziell nicht funktionieren. Ne? Ich war in 3 Kriegsgebieten. Ich war da, wo wir eigentlich nicht waren von der Bundeswehr. Damit ich auch die Lüge endlich auf den Tisch hauen. Ich war im Irak-Einsatz 1,5 Jahre, wohl. Ich war danach in Afrika auch noch 1,5 Jahre, ein Jahr, knappes Jahr wohl. Und dann war ich noch 3 Jahre in Afghanistan. Ja. Natürlich ist meine Seele kaputt davon. Meine Knie sind am Arsch vom Fallschirmspringen. Klatsch! Kaputt. Ich habe dann einen Bandscheibenvorfall auch gehabt, ein bisschen später, wo ich im Dienst raus war. Bin operiert worden, aber alles nur in Zivilkliniken. Warum? Weil die Bundeswehr mir keinen Schadensersatz gibt. Die haben mich rausgekickt aus dem Bundeswehrkrankenhaus. So, gehen Sie mal bitte abtreten, so sind Sie raus aus dem Dienst. Ich bin entlassen worden. Ich habe in meinen Medikamentenwaren, wo ich war, verschiedene Sachen unterzeichnet und Häkchen gemacht. Ich war voll auf Medikamente gepusht. Ne? Was auch ich dazu sagen muss, also bei der Bundeswehr oder beim Militär kriegst du immer irgendwelche Amphetamine gepusht, dass das Schießen dir sehr leicht fällt, so, ne? Menschen zu erschießen. Amphetamine, ja? Jawohl. Ja, alles Mögliche halt. Ne? Du kriegst 70 verschiedene Medikamentenspurgruppen ein, ungefähr. Ich habe das mal recherchiert, aber du kannst nicht viel recherchieren darüber, weil du findest nichts raus. Ne? Aber du kriegst harte Medikamente, klar. Ja? Ich habe auch meine Impfung wegbekommen, aber ich bin jetzt nicht impfgeschädigt. Nee, ich bin Kriegsgeschädigter. Ja. Ja, ich bin Veteran. Ja? Die Bundeswehr juckt es nicht mehr. Ich kriege keinen Schadensersatz, ich kriege kein Schmerzensgeld, sogar meine Rente kriege ich nicht. Ich werde nichts bekommen. Ich bin zu 50% schwerbehindert, ja? Ich bin nicht arbeitsfähig, ich bin wirklich auch sehr traumatisiert. Ja? Wir haben sehr viel Scheiße im Einsatz gemacht. Ja? Sobald ich hier stehe, es tut mir leid für alle Menschen, die ich erschossen habe. Es tut mir leid für alle Kinder, die ich erschossen habe. Es tut mir leid für alle Frauen, die ich erschossen habe und auch alle Männer, die ich erschossen habe. Ja? Das waren Befehle. Man kann mich, glaube ich, nicht als klassischen Mörder bezeichnen oder als Massenmörder bezeichnen, weil ich habe Befehle ausgeführt, okay? Und ich bitte auch euch, die ihr zuschaut, wir Bundeswehrleute, wir werden alle abgefickt. Alle Militärleute werden abgefickt. Das Ganze, dass man keine Abfindung und keinen Schadensersatz und nichts bekommt danach an Geldern, ne, hängt eigentlich damit zusammen, dass die Amerikaner das schon immer machen. Eigentlich. In Amerika läuft es genauso. Ne? Immer schon. Immer. Wirklich immer. Ne? Und ja, und ich weiß, wie Krieg funktioniert. Ihr wisst es alle nicht. Ihr wisst es nicht, weil ihr wart alle noch nicht in Krisengebieten. Und das schaue ich euch definitiv ganz direkt in die Kamera ein. Ihr habt gar keine Ahnung. Also erhebt euch, steht endlich auf, weil nur wir sind das Volk, oder? Und wir können diese Scheißkriege nur führen, weil wir Steuern zahlen. Ich ja nicht. Guckt mal, ich bin raus aus dem Dienst schon fast 4 Jahre, Jungs und Mädels. Wir haben keine Chance gegen Russland. Ne? Ich bin jetzt nicht Putin, ich finde geil, was der macht, weil er ist ein guter Präsident, oder? Und was denkt ihr? Ich weiß nicht, wo das mit dem Syrien-Einsatz losging. Ne? Die Bundeswehr, guckt mal, ich bin jetzt schon lange raus und die wissen genau, ich bin schwerst traumatisiert, ich kann wenige Nächte nur in Ruhe pennen. Ne? Das ist eine Situation, die ich euch erklären muss, weil es mir wichtig ist. Das ist eine der Master-Traumasituationen für mich. Immer noch. Die wird auch nie verschwinden, vermutlich. Es ist, wir waren Schutzbataillon für eine Infanteriegruppe, für eine deutsche. Und Fakt ist, in ein Minenfeld gelaufen. Ne? Ich habe ein Bein vom Kameraden gegen meinen Kevlarhelm gesteuert bekommen. Ich sehe es immer wieder vor mir, immer wieder. Bam, bam, bam. Ich war dabei, Kunduz, Karfreitag, Angriff der Taliban. Ich war dabei, ich habe es erlebt, live. Ne? Das ganze Elend, was da unten abging. Wir haben Kameraden verloren. Und ich gebe wirklich, die Bundesregierung ist so eine Schweinerei. Ne? Hier gibt es in Berlin, wir sind ja gerade hier in Berlin so. Willkommen auf der Friedensfusion. Das ist die Friedensfusion. Ne? Jesus Revolti, weil das war der Kamerad Marcel, der hat das so erfunden, den Namen Jesus Revolti. Also wir sind keine Sekte, wir sind auch nicht rechts, oder? Und das Ding ist halt einfach, ich war im Ehrenmahnmal für die Bundeswehrkameraden, die gefallen sind. Gott hab sie gnädig. Ja, guck dir meinen Arm immer noch, klatsch, bumm, und wie bei uns alles hier 90 Grad, zack. Das ist normal, ich habe das ja so durchexerziert, jahrelang. So, und das Thema ist im Friedensmahnmal da drüben hier. Und nicht im Friedensmahnmal, im Gedenktafel an die gefallenen Kameraden. Ich habe mich kaputt gelacht. Da ist so ein Buch, wisst ihr? Das ist aus so, weiß ich nicht, aus irgendwelchem Metall, klappst du auf. Ja? Da stand echt drin, dass 2013 nur 3 Kameraden gefallen werden im Einsatz. Das stimmt einfach nicht. Das ist Scheißgelaber. Ja? Wir sind jetzt, also offiziell haben wir in 17 Orten dieser Welt haben wir Krieg mit der Bundeswehr. Wir sind dabei.
Aber warum erzählt jetzt diese verdreckte Bundesregierung nicht, dass zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, Special Forces, das heißt KSK, Spezialkräfte, sind zusammen mit der Delta Forces und noch anderen Special Forces im Iran momentan am Operieren. Ne? Das ist aber nicht offiziell. Spezialen sind nie offiziell. Wir haben auch nicht offiziell operiert. Niemals. Never ever. Deswegen sage ich ja, offiziell waren wir in Deutschland nicht im Irak-Einsatz. Wir waren aber dort. Ich war wahrhaftig selber dort. Ne? Wohl. Was ich sagen kann dazu. Frag mich weitere Sachen gerne. Mein Lachen habe ich nicht verloren. Ich kämpfe hier für die Freiheit und auch für den Frieden, weil Frieden ist wichtig. Ja? Weil der Krieg wird den Menschen ein Ende setzen, wenn wir dem Krieg kein Ende setzen. Sagte, glaube ich, John F. Kennedy? Ja, das war, glaube ich, so. Wohl. Ja? Ich bin immer schon Rebell gewesen, aber bei der Bundeswehr nicht. Und der Witz ist ja in meiner AGA. AGA bedeutet für euch, die ihr nicht, die ihr alle demilitarisiert seid, denke ich mal. Und heißt, das ist so viel wie allgemeine Grundausbildung. Unser Ausbilder in der AGA, der hat gesagt, Männer, das Erste, was wir tun werden hier, wir werden euch euer Selbst brechen, wir werden euch brechen und werden euch nach unseren militärischen Strukturen mit aufbauen. Damals habe ich gelacht. Nach dem Satz habe ich echt gelacht. Also in mir drin habe ich gelacht. Aber dann war ich am Start und habe ich das gemacht. Und nach 2 Wochen dachte ich mir, boah, fuck, Adrian, ich bin nicht mehr ich. Aber ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken. Ja. Und dann bin ich in einem sehr kurzen Zeitraum in meiner Grundausbildung, weil ich da scheiß gut war, bin ich dann in die Spezialeinheit gekommen. Wohl? Jawohl. Das ist das Thema. Frag mich weitere Sachen, Kollege. Oder habe ich alles gesagt? Zurzeit bin ich ziemlich platt. Nach okay, dem, was wohl. Ich jetzt gehört habe, ja. Ja, es gibt noch viele andere Leaks zu diesem Thema, aber wohl. Mein Güte. Danke. No worries. Wohl. Ja, wir haben vorhin das Video gemacht und ich habe noch eine Frage dazu. Wie war deine Ausbildung? Du sagtest vorhin, man würde die Leute dort brechen. Ja. Und du hattest dann gesagt, auf meine Frage hin, dass du auf die Fotos deiner Familie schießen musstest. Was musstest du noch machen? Verschiedenes. Naja, was heißt brechen? Meine Grundausbildung bei der Luftwaffe war das halt so. Da hat mir mein Ausbilder sofort, weil unser Ausbilder zu uns gesagt, so beim ersten oder zweiten Tag, ist schon eine Weile her, alles war. 10 Jahre jetzt, wow. Dass wir bei der Bundeswehr gebrochen werden und die Bundeswehr uns nach ihren eigenen Prinzipien wieder aufbauen wird. Ja. Ausgebildet zum Töten natürlich, klar. Das heißt, zum Töten musst du machen. So, ja, wichtig. Man hat immer gesagt, so die Aufständischen, die Taliban und so, das sind alles Terroristen. Terror, Terror. Klar, wir haben einen Einsatz schon erlebt, wie auf uns geschossen wurde. Ja. Mujahideen war eigentlich zu meiner Dienstzeit, das war ja damals schon Al-Qaida. Ich sag mir, weil du bist Al-Qaida GmbH. Weil es irgendwie so, weil es auch nicht lachhaft ist. Und man hat immer nur gesagt, dass wir das tun sollen, was einfach von oberster Stabsstelle kommt. Ja? Gucken für Zuführung, Einsatzzuführung und alle anderen. Die Kriege werden ja aber ganz anders geplant. Politiker wie die Frau Merkel oder die Frau Ursula von der Leyen oder egal wer, oder die Banksters, die Kriege finanzieren. Die sitzen im warmen Büro, weißt du, und haben keinen Stress. Wir müssen in den Einsatz und wir haben echt Probleme damit. Ja? Noch keine Ahnung, wie das da wirklich abgeht wahrscheinlich. Nee, ihr habt ja alle keine Ahnung. Ja, eben, ja, genau. Ja. Und das ist echt ein Major Problem. Und ja, ich wünsche mir eigentlich nur, dass es endlich mal aufhört damit, weißt du. Ich habe jetzt, wo wir hier sitzen, du und ich, und alle dann auch dieses Video hier sehen werden, wofür ich auch danke. Peace. Ich habe Kameraden, die im Krieg sind gerade. Ja? Und zwar mehr wie genug. Ja? Ich muss kurz eine lustige Geschichte erzählen, weil so lustig war es gar nicht. Ich war vorhin im Polizeigitter, um nochmal zu sagen, hey, ihr habt euch kaputt gedacht über das, was ihr gemacht habt mit dem Tanzen auf der Aktion und bla. Dann sagte der eine Kopf wirklich zu mir, meine Story, dass ich bei der Bundeswehr war, ist unglaubhaft. Dann habe ich ihn gefragt, sag mal, so, wie kommen Sie darauf? Dann sagte er, ja, er denkt das halt einfach so. Dann dachte ich mir, hey, du bist ein Arschloch. Dann sagte er zu mir, ja, Sie haben ja eine PET. Und dann sage ich, was für eine PET? Hä? Dann sagte er, ja, Sie haben eine PTBS. Dann sage ich, jawohl. Und dann habe ich zu mir gesagt, so, wissen Sie, Herr Polizist, ich hatte das nicht umsonst. Ja? Ich hatte das aus dem Krieg, ich habe einiges mitgenommen. Und dann wollte er ums Verrecken wissen, welche Einheit ich war. Ich habe ihm das dann irgendwann auch gesagt, wir haben im Schwarzwald, und dann habe ich mir gesagt, ich bin Kalf gewesen. Er hat es immer noch nicht gecheckt oder er wollte es nicht checken. Und dann hat er aber rausgelassen, er war selber bei der Bundeswehr. Und dann hat er ernsthaft behauptet, ich würde lügen, es würde nicht stimmen, weil alle Veteranen kriegen Geld nach dem Einsatz. weil, ey, ich kann euch allen Millionen von Kameraden oder hunderttausende Kameraden präsentieren, die nichts mehr bekommen, ja? Die einfach gefickt werden von der Bundeswehr. Ja?
Und das ist eine Unverschämtheit. Ich habe eigentlich ein Bundesverdienstkreuz bekommen für meine besonderen Auslandseinsätze. Der Kamerad Carsten hat vorhin gesagt, hätte es dir angeschickt, dann hätte der Bulle die Fresse halten müssen. Ja klar, das erste Bundesverdienstkreuz habe ich bekommen. Das ist die höchste Auszeichnung, welches Deutschland hat. Ich habe alle meine Orden aus dem Einsatz weggeschmissen. Ich habe ein Jahr lang, nachdem ich raus bin beim Bund, weil ich schwer verletzt war, wie gesagt, da habe ich dann viel gesoffen, immer, und das habe ich ein Jahr lang gemacht, bis ich dann auf den Ticker kam. Ich bin noch Soldat gewesen, ich habe Disziplinierung. Ich lege heute, 3-4 Jahre später, immer noch meine Shirts auf A4-Format zusammen. Aber nur in meinem Kopf. In Wirklichkeit habe ich ein ziemliches Chaos bei mir im Schlafzimmer. Weil ich es gerne. Ja, klar, weil ich kriege diesen Sprung nicht hin. Ja, eben, und eben um dann auch den ganzen Scheiß aus seinem Kopf zu kriegen. Ne? Ja, klar. Ja. Um sich wieder reprogrammieren, ja. Komm mal her. Das ist die, komm mal runter, die noch nicht mehr in der Hase. Ja. Das ist so eine coole Streitkräftefrau, die auch mit am Start ist. Auf jeden Fall, ich will Ihnen kurz eine Story erzählen von meinem Einsatz, das ist wichtig, okay? Okay. Ich bin drauf, dass ich dich mag, okay? Okay. Diesen Schatz. Make love not war. Was? Make love not war. Ja, jawohl. Dabei. Dabei. So, check. Zurück zum Checkpoint. Wohl. Also, ich kam dann aus dem Einsatz zurück. Ich wusste gar nicht mehr, wer ich war eigentlich. Ne? Ich habe keine Kameraden mehr, ich habe keinen Morgenappell. Ich bin zu 50% schwer geschädigt, obwohl die Bundeswehr behauptet, nö, alles cool und bla. Die Bundeswehr, und das ist die Verhöhnung an Veteranen, allgemeinen Soldaten. Ne? Die Bundeswehr hat bis vor 4 oder 5 Jahren noch nicht nach PTBS anerkannt. Und für alle Leute, everything else, die hier nicht wissen, was PTBS bedeutet, posttraumatische Belastungsstörung. Ich träume manchmal einfach Scheiße, und zwar richtig harten Scheiß aus meinem Einsatz. Ne? Es sind 2, 3 Träume, die wiederholen sich immer und immer und immer wieder. Ne? Du musst auch immer überlegen, wie du mich anfährst. So, wenn du zu schnell reagierst, ich habe einfach eine Reflexreaktion gehabt, mir die Bundeswehr antrainiert. Ne? Ja. Mhm. Ich hab, weißt du, oder wisst ihr, du bist jetzt ja auch da, ich war mit einer jungen Polizistin zusammen. Ne? Die hat diese Essstörung, Veganismus gehabt. Ich sage immer, Veganer sind essgestört, weil das finde ich schon, weil es so eine Selbstkastei ist. Ja? Und ich habe einen scheiß Traum gehabt, wo ich bei ihr zu Hause auf Stube lag, im Bett, und wir gepennt haben. Ich habe voll den Müll geträumt. Ne? Und dann hat sie nur, sie hat sehr lieb gemeint, ja, bitte mitfüllen meine Hand, wohl. Sie hat ihre Hand so auf mich, nein, warte, Entschuldigung, ihre Hand auf mich draufgelegt. Ja? So. Ja? Ich habe mich so, ich war in dem Traum, ich bin gleich aufgewacht, weißt du? Ich habe um mich geschlagen, ich habe ihr richtig eine mitgegeben. Ja? Die war echt weg vom Fenster. Und dann hat sie das Licht angeschaltet. Und da habe ich gedacht, Bombenangriff, weil Licht, und es wird so hell. Und dann ich so, Schatz, mach das nie wieder. Ne? Nie wieder. Ne? Scheiße. Weil ich muss nur so mit dem Finger kommen auf den Schädel, tschung, ich packe deine Hand, ich breche sie, ich schwör's dir. Das ist nicht, weil ich böse bin, aber es ist so trainiert bei mir. Ne? Ja, Aktion, Reaktion. Ja, genau. Von daher, ich bin bei der Bundeswehr so ausgebildet worden in meiner Einheit. Ich habe Krav Maga gelernt. Krav Maga ist Kontaktkampfsport. Kommt übrigens vom israelischen Geheimen oder vom israelischen Special Forces. Und Krav Maga ist Kontaktsport. Ich kann Menschen mit einem Finger, dieser eine Finger reicht mir, und Menschen in 2 bis 4 Sekunden zu töten, ist für mich kein Problem. Das geht so, tag, ne? Wohl. Weiter. Ich gehe jetzt. Nicht. Weiter. Nicht. Doch. Du gehst doch zur Kulisse. Und da rein. Bis später. Da, bist du aus Russland? Aus Donetsk. Oh nein, es tut mir voll leid. Scheiße, die bomben ja wieder bei euch. Ne? Bombenstimmung, da wo die Bombenstimmung ist. Ja, jawohl. Ciao, Süße. Bis später. Wohl. Ja gut, dann muss ich überlegen, dass Ukraine eigentlich Grenzland heißt, ja, von russischem, das ist schon okay. Aber sie tut mir das lieber eine Süße. Ja. Und mit dem nächsten Thema. Ich glaube nicht, dass ich aufgrund von meinen ganzen Einsatzerlebnissen so einfach habe einen Job auf. Ich habe keinen Job. Ja. Ich kann nicht länger wie 1-2 Stunden dran stehen, muss arbeiten. Ich krieg das nicht hin. Ja? Ja. Weil ich bin so konditioniert, wenn viele Menschen sind Terroristen darunter. Ich muss irgendeinen abknallen. Hm. Ja. Ich habe auch oft komische Gedanken, wenn ich so unterwegs bin. Zum Beispiel, wir sitzen hier, check. Ich habe schon nebenher, by the way, ich weiß nicht, im Blick 63 Grad, was hier läuft. Ich habe vorhin schon abgecheckt, da antritt die Scharfschütze, nein. Ja? Weil ich bin so programmiert. Ja? Ja. Wie ein Roboter. Ja? Mhm. Ja.